What effect? The Trading Pit erklärt. Was ist ein statischer und was ist ein nachlaufender Drawdown? So und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Trading Pit. What the fact? In der heutigen Folge erkläre ich euch, was es mit dem Drawdown auf sich hat, was genau die Unterschiede sind zwischen einem statischen und einem nachlaufenden, also einem static und einem trailing Drawdown. Hierfür schauen wir uns einfach mal die TTP-Challenges kurz zusammen an. Schauen wir uns hier zum Beispiel mal bei der Trading Pit die Standard Futures Challenge an. Auch hier seht ihr ein Drawdown von $3,000. Was heißt das aber in der Praxis und wie rechne ich es? In der Praxis sieht das wie folgt aus. Ihr startet zum Beispiel mit $150,000, habt einen statischen Drawdown von $3,000. Das heißt, euer Drawdown Limit liegt 150.000 minus 3.000 bei $147,000. Die Account-Balanz ursprünglich 150, was man verlieren darf, also $3,000. Szenario Nummer 2. Ihr macht Gewinn. Der statische Drawdown bleibt bei 3.000. Der Gewinn wird hinzugerechnet mit 5.000. Das Drawdown-Limit bleibt aber unten bei 147.000. Das heißt, neue Account-Balanz 155.000. Ihr dürft nun $8,000 verlieren. Das zweite Szenario, der sogenannte Trailing Drawdown, also der nachlaufende Drawdown. Wie sieht es hier aus? Viele Prop-Firmen nutzen dieses Mittel des Risikomanagements, das auch in institutionellen Händlerkreisen etabliert ist, um Gewinne, die bereits realisiert worden sind, nicht nochmal an den Markt zurückgeben zu müssen. Wie sieht das aber in der Praxis aus? Ich zeige euch das Beispiel. Ihr startet doch hier mit $150,000, habt einen Trailing Drawdown von $3,000 und habt auch hier einen schönen Gewinn von bereits $5,000 gemacht. Was ist der Unterschied zu vorher, wie wir es hier sehen, dem statischen Modell? Beim Trailing Drawdown wird der Gewinn nachgezogen, das heißt die Verlustgrenze. Einfach erklärt, ihr habt bereits $5,000 gewonnen mit dem Nachzug. Ist nicht bei $147,000 Schluss, sondern bereits nach $152,000. Bei einer Account-Balance von $155,000 bleibt das, was ihr verlieren dürft, bei $3,000. So bleiben Gewinne, die ihr bereits hattet, bei euch und ihr seid langfristig auf der sicheren Seite und erfolgreich. Dir das Video gefallen? Lass uns gerne ein Like da. Wir freuen uns über dein Lob. Du möchtest regelmäßige Updates erhalten, wann es ein neues Video gibt? Klick einfach auf Abonnieren sowie auf die Glocke, denn nur mit der Glocke erhältst du auch eine Benachrichtigung, wann es ein neues Video gibt. Unsere Social Media Kanäle auf TikTok, Discord, Telegram, unser Webinarprogramm findest du auf Linktree, The Trading Pit. Du möchtest wissen, wie auch du gefundet werden kannst, um erfolgreich an der Börse zu handeln? Geh einfach auf www.thetradingpit.com und hol dir alle Infos, die du brauchst.